So, Freunde, willkommen zurück. Jetzt gibt es ein neues Video zu Battlefield 2042 und zwar haben wir jetzt einmal das Archangel Event, was zurückgekommen ist. Dann gibt es erste Informationen zu Season 7, beziehungsweise wann ungefähr jetzt dieser Termin ansteht. Und dann hat jetzt DICE irgendwas an den Bots verändert. Das hat mich doch gewundert. Die haben nichts dazu kommuniziert. Das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Lasst gerne eine Videobewertung da, falls ihr bereits schon abonniert habt. Und wer noch nicht abonniert hat, kann das natürlich gerne machen. Damit werdet ihr bei Battlefield 2042 auf den Laufenden gehalten und ihr erfahrt natürlich die ersten Informationen zum nächsten Battlefield-Teil. So, jetzt haben wir das Archangel-Event wieder reinbekommen. Diesmal können wir uns folgende Belohnungen freischalten. Wir befinden uns übrigens jetzt in der ersten Woche. Hier oben steht jetzt Woche 1 von 2. Da gibt es auf jeden Fall noch eine zweite Woche. Hoffentlich können wir uns dann vor allem andere Dinge freischalten. Einmal können wir uns jetzt hier in der ersten Woche folgende Sachen freischalten. Und zwar einmal mit 10 Ordensbändern bekommen wir eine neue Spielermarke. So eine Feder ist das hier. Dann bekommen wir mit 30 Ordensbändern eine Stunde XP-Boost mit 100%. Und jetzt hier wieder Füllmaterialien. Ich weiß nicht, warum sie jetzt sowas noch mit reinnehmen. Das triggert eigentlich ein bisschen die Leute. Es regt eigentlich schon ganz schön gut auf. Und dann haben wir jetzt hier noch eine dritte Belohnung mit 60 Ordensbändern. Existenzieller Effekt für die Avances. Gleichzeitig haben sie wieder das Archangel-Bundle mit reingebracht. Das sehen wir jetzt hier ganz oben. Das ist jetzt hier für 14 Tage drin. Das sind jetzt hier schon ein paar Tage abgezogen davon. Haben wir jetzt hier für Plasko und Skin drin. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da habe ich mich nämlich gewundert, wo der hin ist. Den habe ich nämlich letztens erst gesucht. Der ist wirklich nicht schlecht. Schade, dass es nicht für Maria Falk so einen ähnlichen Skins gibt. Und dann habt ihr jetzt hier, wie gesagt, die ganzen Skins drin. Und man sieht auch, ich habe jetzt hier einige Sachen schon freigeschaltet. Das ist von diesem letzten Archangel-Event. Die werden natürlich dann vom Gesamtpreis abgezogen. Deswegen gibt es jetzt hier bei diesem Bundlepreis ganz unten Dings so eine komische Summe. Ich sehe gerade, hier gibt es sogar noch eine Sniper dabei. Muss man selber wissen, ob man das kauft oder nicht. Auf diesem Bild kann man auch ganz gut erkennen, wo wir uns gerade befinden. Das ist ja hier wie so eine kleine Roadmap zu Season 7. Ganz links haben wir das Update 6.3 und das Neujahrs-Event. Das ist bereits schon abgeschlossen. Jetzt befinden wir uns hier gerade in der Mitte bei diesem Archangel-Event und das Update 6.4. Update 6.4 soll am 28. Februar erscheinen, so wie jetzt die ersten Informationen dazu veröffentlicht wurden. Und das Archangel Event Woche 2 geht dann bis zum 5. März. Und danach ist bisher noch nicht so richtig veröffentlicht, wie es dann weitergeht. Aber wenn wir uns jetzt hier die Roadmap anschauen, müsste danach irgendwann Season 7 erscheinen. Ein konkreter Termin für Season 7 wurde noch nicht veröffentlicht. Wenn wir uns jetzt hier mal den Kalender anschauen, wie gesagt, der 5. März bis zum 31. März, irgendwann in diesem Zeitraum müsste dann Season 7 beginnen. Im aktuellen Zeitraum kann man jetzt hier wieder diesen Kontrollmodus spielen. Das Besondere dabei ist jetzt folgendes, und zwar ausrangiert und Umbruch gab es vorher in den vergangenen Zeitraum nicht. Das haben sie neu hinzugefügt und deswegen spielen wir jetzt hier eine Runde ausrangiert. Das ist meiner Meinung nach auch die bessere Karte, obwohl ich ein Umbruch-Fan bin. Da habe ich für euch jetzt hier mal was zusammengeschnitten. Da könnt ihr mal sehen, wie sich das aktuell auf dieser Karte spielt. Ja, im Moment tun die keine Bots mit zum Auffüllen nutzen. Das finde ich ganz gut. Das war vorhin schon in der ersten Runde so. Das ist schon mal ein sehr guter Fortschritt. Wir haben das meistens noch zum Auffüllen mit Bots zum Anfang benutzt, wenn zu wenig Spieler da waren. Aber bisher ist jetzt kein Bot da. Das ist gut. Wie ich gesehen habe, tun sie lieber weniger Spieler, sage ich mal, in Kauf nehmen. Und finden es dann wahrscheinlich auch, wenn wirklich extrem wenige Spieler nur noch da sind. Das ist jetzt meine Vermutung. Wo fährt der denn hin? Ich probiere mal das Ding hier zu öffnen. Muss ja ganz schön auf die andere Seite gehen, dann müsste das eigentlich funktionieren. Ja, geht. Oh, hier kommt auch schon einer mit dem Buggy durch. Er ist rausgestiegen. Der ist down und der andere ist hoch, ne? Was fährt hier gerade so schön das Ding um? Wollte ich mir gerade eigentlich anschauen, aber gut, er hat mich abgelenkt. Also wir müssen zuerst 700 von diesen Datenpunkten erreichen. Ah, ihr seht es, oben links steht jetzt die Anzeige, wie viel wir schon haben. Und links unten sieht man, wie viel man halt insgesamt braucht. Jetzt haben sie A4 eingenommen. Komisch. Müssen wir A3 nochmal ein bisschen defenden. A3 ist wieder uns. Ich bleibe jetzt mal hier oben. Hier ist er noch. Wo ist der denn? Vor allem, wo ist denn der Punkt von hier? Ja, diese Höhenunterschiede werden nicht gut angezeigt, finde ich. Ah, guck mal, A2 ist oben. Das hast du nicht oben gemerkt, ne? Dass das oben war, weil du den Punkt halt nicht siehst. Wird nicht die Höhe richtig angezeigt. Das ist echt ein Problem. Klar, wenn man es jetzt mehrfach gespielt hat, ist es dann irgendwann klar. Aber sowas ist immer gut, wenn man das schon beim ersten Mal versteht. Weil dann haben die Entwickler alles richtig gemacht. So, ne? User Interface, Spezialisten und die den Spielmodus halt entworfen haben. Gut, das piept gleichzeitig auch noch, da weißt du ungefähr, wo das ist. Die Kiste muss ich mal wieder mitnehmen. Das ist nämlich besser. Oh, Headshot beim Runterfallen.
Also das Ding ist immer noch extrem OP, ne? Hier die VX-D3. Jetzt sind sie bei A3. Meine Güte. Ist der rausgeskippt? Ja, der ist raus. Oder? Ja. Der ist direkt, hat das Spiel verlassen. Ja, das Problem ist, was machst du jetzt? Gehst du zur A3? Bleibst du jetzt hier, ne? Ich weiß nicht, einer müsste eigentlich bloß im Ziel bleiben, ne? Hier ist doch einer. Geh ich mal runter A3 gucken. Oh, im Flug ein Headshot. Also das Ding ist da immer noch nervig. Ich kann mir da sagen, was du willst, ne? Kommt hier das Ding noch rumgefahren? Wieso komme ich hier nicht hoch? Jetzt. Ich dachte mir gerade, wenn ich jetzt hier hochkletter, habe ich einen guten Winkel. Da kriegt er mich nicht. Und da ist dieses Bescheuerte. Wir haben 243 von 700. Die anderen haben 157. Also wir führen im Moment. Links und welche. Oh Gott, ich Schrotfinder. Ja, Alter. Wie gesagt, keine Bots. Ihr seht, ich gucke jetzt gerade hier, seht. Der Server ist nicht komplett voll, wenn ich jetzt mich nicht vertan habe. Es müssten eigentlich 32 sein auf jeder Seite. Ihr seht, da fehlen noch Spieler und die werden aber nicht mit Bots aufgefüllt. Ich finde das besser. Dass mir den Bots die meisten mögen, das nicht. Und ich finde, das gehört auch einfach nicht dann in den Multiplayer. Ne? Ich meine, man kann jetzt Singleplayer spielen, also diesen Gruppenmodus, um Sachen zu testen oder auch freizuschalten, einige Sachen. Aber wenn es dann im Multiplayer mit den Bots weitergeht, dann ist schon ganz schön nervig. Ich finde, die Karten, also die neuen, finde ich jetzt, die sind ja schon bekannt gewesen, ne? Aber mit diesem Modus kommt jetzt doch mal wieder ein bisschen Abwechslung rein hier in die ganze Sache. Und das ist ja das, was, finde ich, das größte Problem bei Battlefield 2043 ist. Die Abwechslung fehlt halt. Ich werde jetzt mal mit einem MAV reingehen, dass wir auch mal die Punkte verbrauchen. Ich habe das letzte Runde nicht gemacht. Ich meine, wenn wir die Punkte haben, dann kann man sie auch ausgeben, um so ein bisschen die Leute mal ein bisschen mehr zu nerven. Ich habe hier noch den Weihnachtsskin, sehe ich gerade. Müssen mal gucken, ob ich das ändere. Deckt mich gerade ein bisschen auf. 5 Mann sind hier, Alter. 5 Mann. Ah, die sind oben. Unten sehe ich jetzt aber keinen. 4 Mann. Irgendwie müssen die oben sein. Oder jetzt in diesen Containern links und rechts. So kleine Container. Der müsste auf der anderen Seite sein. Ich sehe hier keinen. Oh oh. Oh oh. Er ist oben gewesen. Ich habe keinen unten, gesehen. So. Ja, der ist oben. In der ersten Etage habe ich ihn gerade gesehen. Ich weiß auf CD, ne? Nein. Ja, hier war C4 und auf der anderen Seite kommen die Raketen an, ne? Gibt's ja gar nicht. Ich glaube, das hat schon ein bisschen was ausgemacht, ne? Wir sind jetzt bei 412, die sind bei 270. Ich glaube, das hat gut abgelenkt, dass wir unsere Tickets sozusagen sichern können. Oh Gott, der Panzer ist hier. Schon vor dem Panzer, nice. Natürlich das Problem bei Ausrangiert und auch bei Umbruch, dass die Maps natürlich groß sind und dass du dann halt mit Fahrzeugen entscheidende Vorteile hast, ja, ne? Das ist natürlich das Problem. Also die, von wegen die Waffe ist schwächer, also die ist immer noch nervig genug, also das habe ich jetzt schon mehrfach mitbekommen. Ja, das User Interface, finde ich, könnte man nochmal optimieren, aber sonst geht es schon. Ist jetzt nicht unbedingt so schlimm. Da oben müssen wir hin. Oh, okay, der ist down. What? Jetzt habe ich mich gerade auf die falsche Seite konzentriert und ich habe gar nicht gesehen, dass mir einer entgegengekommen ist. What? Das war jetzt gerade Kollision in der Luft. Ich glaube, der hat mich aber gesehen sofort, ne? Das kann schon mal passieren, wenn man mal hier abgelenkt ist. Ja, ich finde, die Karte ist fast ein bisschen besser als Umbruch, weil hier hast du doch noch mal ein paar mehr Deckungsmöglichkeiten. Warte mal, haben wir jetzt 3 Punkte oder 2? Ne, wir haben 2 bloß. Okay. Wahrscheinlich spielt sich das jetzt hier alles in der Mitte ab, weil die andere Basis ist direkt gegenüber. Das ist bei Umbruch ein bisschen problematisch gewesen. Man war halt komplett nebeneinander. Hier ist man komplett gegenüber. Ich finde das fast ein bisschen besser gelöst, dass man nicht ganz so sehr aufeinander hockt. So kann man sich auch ein bisschen mehr freispielen. Und so kommt insgesamt ein besseres Balance zustande. Das habe ich nämlich gerade gemerkt. Ansonsten ist Umbruch auch nicht schlecht. Aber da bist du halt zu dicht nebeneinander und du hast schon ganz schön gut freie Flächen. Wir haben gleich 500 erreicht von 700. Das sieht gut aus. Loser mit dem Schild, lol. Was macht der denn hier? Der ist schon down, okay. Der ist schon weg. Okay, unsere Heli ist aber auch gut am Start. Also sind wirklich ein bisschen schwächer jetzt hier die Runde, obwohl es Gleichstand ist, ne? 24 gegen 24 Leute. Ist halt so ein bisschen unausgeglichen, weil die Leute doch ein bisschen besser sind bei uns. Ich gehe mal kurz zu der C2-Flagge, mal gucken, wo die genau sitzt. Lassen wir uns das nochmal anschauen. Okay, das ist hier. Wo das U-Boot ist wahrscheinlich, ja. Ja, beim U-Boot. Das ist hier auch ein regulärer Flaggenpunkt, nämlich. Jetzt kommen sie unten scheinbar, ja.
Ah ne, was ist das? Doch, oh, ja. Oh, da kommen sie. Also wenn man sie sich ein bisschen zurückzieht und reloadet, ne? Kommen sie mal an, die Leute. Okay, die erste haben wir schon freigeschaltet, die Feder. Das haben wir natürlich hier einen Vorteil, ne? Die sind ziemlich schwach jetzt im Moment. Mal gucken, wo der nächste Punkt dann kommt, wenn der jetzt hier weg ist. Müsste eigentlich alles hier in der Mitte sein, ne? Ich meine, ich schätze mal vorne beim Schiff, ne? Wenn es so unausgeglichen ist, macht es natürlich, denke ich mal, für beide Seiten auch keinen richtigen Spaß, ne? Also das ist natürlich auch klar. Ach, guck mal, das ist wieder ganz unten, da waren wir doch schon. Also pendelt das immer ein bisschen hin und her. Gehen wir mit dem MAV rein. Da habt ihr die stärkste Panzerung und ja, das lenkt dann nochmal ab und dann haben wir die Zeit im Prinzip rum. Ich sag mal, dieses MAV ist auch meistens auch zum Ablenken nur gedacht. Gerade weil das halt auch so viel Raketen aushält. Da ist man dann schon auf der sicheren Seite. Ja, das ist eigentlich schon gewonnen, ne? Jetzt haben wir es gleich. Schade, das ist wirklich relativ unausgeglichen, die Runde, ne? Aber ihr seht, keine Bots, das ist schon mal wichtig. Dass sie das gelernt haben, dass man die Bots mal rausnimmt. Ne? Ich würde nur die Bots reinnehmen, wenn jetzt der Server, sage ich mal, zu, keine Ahnung, 20-30% gefüllt wäre. Oder so, ja, so 20% ist, denke ich mal, guter Wert. Dann würde ich ein paar Bots mit reinnehmen. Ansonsten wäre die Bots gar nicht zum Auffüllen nutzen, so wie wir das jetzt haben. Es muss ja nicht unbedingt komplett ausgefüllt sein, der Server zu 100%. So, wie setzt es, reicht es ja schon mit 23 gegen 23. Okay, da haben wir es.